Ο συνάδελφος Χάντελ από την Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wer Arbeitnehmerfreizügigkeit, Freiwillige wohlgemerkt will, muss die Anerkennung von Berufsabschlüssen erleichtern. Ich gebe Kommissar Barnier durchaus recht. Es geht um Mobilität und um Sicherheit. Ich füge dazu, es geht auch um Qualität und es geht darum, den Zuständigkeitsdschungel zu lichten. Der europäische Berufsausweis fördert die freiwillige Freizügigkeit mit vereinfachten Verfahren. Wir haben den Verbraucherschutz insbesondere im Gesundheitswesen gestärkt durch die erforderlichen Sprachkenntnisse, durch höhere Mindestqualifikationen und durch den Vorwarnmechanismus, wenn Tätigkeiten in Gesundheitsberufen in einem Mitgliedstaat untersagt sind. Wichtig und ein hartes Stück Arbeit war es, den Zugang zu Gesundheitsberufen in Deutschland mit einer 10-jährigen Schulbildung zu erhalten. 50.000 Hauptschüler und Realschüler haben zukünftig diesen Zugang durch diese Richtlinie. Das stärkt die duale Berufsausbildung und das ist ein Appell an die Kommission. Duale Berufsausbildung stärken, Qualität der Ausbildung ausbauen und nicht absenken. Ich danke für die Aufmerksamkeit.